Knallbum Beng macht's wieder diese Folge und ich habe mir wieder Verstärkung geholt gegen den Kampf gegen das Böse. Hallo, Herr Dreamtex. Hallo, wir wollen das Böse vernichten. Das Böse. Ja, what the fuck, was ist denn in der Welt heute los, ey? Das ist unglaublich. Keine Ahnung, wer von euch Nachrichten guckt. Was war das denn? Das ging ja schnell. So, Turbine spielen wir heute. Yay! Passt ja eigentlich zu unserem Thema. Ja, ich hau auch mal was raus, kurz bevor dem Thema. Ja. 24 Verletzte in Magdeburg bei einer Straßenbahn, die in eine andere Bahn reingefahren ist. Ist die Deutsche Bahn schuld? Ja, denke ich mal. Eieiei. War heute wieder so bei uns in der Ausbildung, musste sich einer Urlaub nehmen, weil die Oberleitung kaputt war. Eieiei. Oh, das ist ärgerlich, wenn man dann Urlaub verschwenden muss für sowas. Ja, das ist richtig scheiße. Gut. Also wie gesagt, da steht Turbine und das passt auch zu unserem Thema, denn vielleicht habt ihr von dem Tornado gehört. Also nicht von der Umweltkatastrophe Tornado, von dem Flugzeug Tornado. Das in der Eifel abgestürzt ist, ja warum? Ja. Scheiße. Keine Ahnung. Ja. Das Flugzeug sei eigentlich in eine normale Schneise geflogen. Und okay. Ich und der Herr Dreampex, wir sind ein bisschen in der Luftfahrt tätig, also wir haben Ahnung davon. Ja, was sagen wir so, wir haben Ahnung auf jeden Fall. Also, aber krass, das ist ein... Ich verstehe das nicht. So, welche spielst du? Ich spiele die Vector K10 wieder. Ja, ich habe gerade ein Einsatzschild aufgesammelt und schieße jetzt einen Auer und werde getötet. Da heißt jemand 787. Ja. Mit einer Nummer 787. Das erinnert uns an das Katastrophenflugzeug. Oh ja. Aua. 0-3, das ist nicht annehmbar. Jawohl, direkt zwei Abschüsse. Nein, keine Dragonfire, Alter, bitte. Die kann ich nicht gebrauchen. Ja, nein. Steh ich jetzt auch nicht so drauf. Nein! Hat sich getötet. Ah! Ich Idiot, ich hab den eine Granate an Schild geworfen und der ist auf mich zugerannt, der Drecksack. Ach, Mann. Aua, ich wurde von hinten Sniper. Erschossen. Hier ist ein Flugzeug. Das soll doch ein Flugzeug darstellen, dieses große Metall etwas. Nein, das ist eine Windmühle. Oh. Ah. Schade. Ich hatte ihn fast. Ja. Aber nur fast. Immer noch kein Kill. Was steht denn hier? Irgendwas auf Arabisch, kann ich nicht lesen. Arabien! Feindliche Drohne nähert sich. Nein! Ich habe ihn noch gerade gesehen im Augenwinkel. Scheiße. Was ist denn heute los? Irgendwas hat sich da verstellt. Steuerung. Also wie gesagt, nochmal zurück zum Absturz. Also laut Ermittlungen soll ein technischer Defekt daran schuld sein. Achtung! Was glaubst du, könnte daran schuld sein? Sind die mit oder ohne IRS geflogen? Das wissen sie eben noch nicht, aber ich schätze mal, weil wir hatten... Der Absturz eignet... Fuck you! Ah! Diese scheiß Messerer, Alter, ich könnte den so in den... Ah! Schießen. Ah! Ja, du wolltest weiter was zum Flugzeug erzählen. Jetzt habe ich einen Faden verloren durch den Drecksack da drüben. Es ging darum, ob sie ILS verwendet haben. Ach so, ja. Das könnte ein elektronisches Problem sein. Genau. Die Flugsicherung in Köln war dafür zuständig. Achtung! Feindliche Drohne nähert sich. Ich glaube, ich drehe in der nächsten Folge mal Black Ops ein bisschen runter. Ist ein wenig laut, also Entschuldigung, wir haben die Aufnahme ein bisschen überstürzt angefangen. Kann auch sein, warum ich mich so robotermäßig ich mich anhöre. Ich weiß nicht, woran das liegt, tut mir leid. Also die Flugsicherung in Köln, die war dafür zuständig. Nein! Ja, und? Na, Drecksack. Und ja, die wissen auch nicht warum. Das Ding ist auf einmal vom Radar verschwunden. Also ich schätze mal, weil es um 10 Uhr Ortszeit war. Abends also oder morgens? Abends. Mhm. Dass die mit ILS gelandet sind, nehme ich mal an. Und Köln ist ja so, ey, da bist du. Und Köln ist ja so ein bisschen allgemein... Hab dich gerecht. Danke. Köln ist ja so ein bisschen für... Wow, fuck. Nein! Wie oft muss ich denn da drauf schießen? Er ist ja so für Bundeswehr ein bisschen zuständig. Köln, Niedersachsen und sowas. Ja. Das ist ja ein bisschen ansprechend für Le Bundeswehr. Hä, wo ist denn der hin?
Auch an meine Community, vielen Dank. Ich habe über Nacht aus irgendeinem Grund recht viele Kommentare gekriegt. Vielen Dank dafür. Nein! Er hat mich auch gekillt. Ich mag Turbine nicht. Wo kommt der Drecksack her? Wo kam der jetzt her? Ah, der mit seinem scheiß MG. Ach übrigens, der Pilot der Maschine hat überlebt. Oh, das ist gut. Schwer verletzt, oder? Das weiß ich gerade nicht. Da hätte ich genauer recherchieren müssen. Okay. Weil der könnte ja auch aussagen, ob sie mit ILS geflogen sind. Wie okay. Geil. Ich habe den auf ein Schild geschossen und der ist gestorben. Ha! Hey, ich habe das Geschütz gemessert, ne? Und das ist nicht kaputt gegangen. Ich renne weg und schieß mich ab. Ich habe 30.000 Mal drauf geschossen. Das ging nicht kaputt. Du meinst ja das da hinten, ne, an der Map da. Ja. Das krall ich mir jetzt. Nein! Wow, ich habe einen Kill. Mann, es ist 2 Uhr nachmittags, die sind gut heute. Oder wir sind schlecht. Also ich glaube eher, wir sind schlecht. Ja, das kann auch sein. Wie eh und je. Übrigens an die Community, heute oder morgen fange ich noch mit, ach, leck mich doch am Sack. Mit Bioshock Infinite an, also Bioshock Unendlich, weil ich finde Bioshock einfach so der Hammer. Ist echt gut. Ob ich das DLC auch noch spielen werde, weiß ich nicht. Auf alle Fälle, wo sich manche Leute freuen können, Forza Horizon wird auch, Forza Horizon, ich sag immer Horizon, leck mich am Sack. Motorsport 5 wird irgendwann kommen. Bald wie der. Mal ein Röntchen. Machst du da eine Pause? Ja, ich habe ja nur 10 Folgen gespielt. Weil das Spiel ist halt andauernd das gleiche, immer dieselben Strecken und naja, okay, die Autos variieren ein wenig. Mist. Jetzt bin ich der Letzte. Ah, du hast den letzten Abschluss. Ja, ich wurde nicht abgeschossen. Wie sich das anhört. Bam! Oh, da hat sie den ganzen Sack weggeboostet. Jo. Oh, was war denn mit dir los in der Runde? Eieiei. Ich mag die Map nicht. Sollst du was? Klar. Eieiei. Ich habe einen Orbitalsatellit freigeschaltet. Oh, ein Orbital. Ja, ein Orbitalsatellit. So, wo spielen wir? Na, Express geht eigentlich nur. Aber ich mag die Map. Express mag ich. Hypercrafter hatten wir. Wen hatten wir letztens? Killkeks und... Mr. Apfelkuchen. Den Apfelkuchen hatten wir. Und wen hatten wir noch? Auch ganz viele tolle Namen. Mustafa, Alter. Mustafa. Ja. Der war verdammt gut. Okay, gut. In 5 Minuten beginnt die nächste Folge. 5 Sekunden beginnt die nächste Folge für euch. 24 Stunden. Wir sehen uns morgen wieder bei Express. So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst.